Servus Leute, was geht und willkommen zu dem weiteren Part von Evil Inside. Digga, warum geht jetzt die Taschenlampe aus? Gar keinen Bock auf die Runde. Nur meine Taschenlampe. Ah, okay, jetzt sind wir komplett im Puff-Modus. Geil. Okay. Das ist geil gemacht. Ja, als ob ich jetzt zu meinem Bruder, Schwester, whatever reingehe. Nee. Du bleibst einfach in dem Zimmer, ich hab geworden. Aber wir müssen wahrscheinlich rein. Ich guck grad einmal. Aber ich bin mir sicher, wir müssen zum Rudi oder zur Schwester. Weil da die Tür ist zu. Die Küche ist wahrscheinlich auch zu. Ja, okay, wir müssen ins Schlafzimmer. Vielleicht wird im Schlafen noch einfach mal gut tun. Einfach mal den Horrortrip ausschlafen und am nächsten Morgen wieder fit aufstehen. Ah shit, gar kein Bock. Egal. Diesmal haben wir keinen Baby-Jumpscare. Geht's dir gut? Scheinbar nicht. Egal, schlaf weiter. Was haben wir hier? Irgendwas zum Anklicken. Ich glaube, wir können. Nee. Können wir hier? Nee. Aber irgendwas müssen wir doch bestimmt jetzt machen können. Der Raum ist nicht umsonst offen, denke ich mal. Das ist nur die Frage, was. Hier irgendwas rum. Ich denke immer, wenn das Ding sich bewegt und am Quietschen ist, dass das einfach eine Tür ist. An den konnte ich mich auch noch erinnern. So, mal gucken, ob jetzt hinten die Kellertür offen ist. Die Musik ist auf jeden Fall wieder ruhiger. Aber die Dreckstür ist scheinbar immer noch zu. Hin und her zu laufen. Aber ich denke, da ist nichts drin.
What's that doing here? Okay, okay. Können wir. Ah, wir können jetzt Fotos machen. Jetzt die Frage. Hinten an der Wand hatten wir doch die eine Aufschrift. Vielleicht müssen wir da von allen Fotos ein Bild machen. Da oben an die Wand hin. Was ist hier abgeklappt worden? Warte. Ah. Ja, ja, natürlich gehe ich raus in den weiteren Gang. Ach, scheiß drauf, komm, let's go. Ich muss das Stativ theoretisch auch mal ein bisschen anders erstellen. Sorry für den kleinen Wackler. So. Aber so seht ihr wenigstens mehr vom Ambilight vom Fernseher. Weiter geht's. So, jetzt sind wir draußen, haben wir das Spiel durch. Ne, wir sind beim Brunnen. Na doch, komplett die Game. Scheinbar sind wir durch, Leute. Viel Spaß mit dem Auto. Kürzer, aber dafür schön mit Jumpscares, knackig, gute Atmosphäre. Ich hoffe, euch hat es beim Zuschauen auch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.